Dann wünsche ich einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar beziehungsweise zum dritten Teil der Webinarreihe mit Oliver Najar. Thema heute ist fachliche Unschärfe in der Markttechnik. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich, dass Sie heute wieder live dabei sind. So, bevor ich jetzt aber den Olli übergebe, müssen wir natürlich den Risikohinweis kurz besprechen. Auch dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Olli vielleicht gleich den einen oder anderen Trade oder Idee zeigt. Das ist wichtig. Gut. Okay, dann Okay. Olli, wir geben sehr gerne den Bildschirm. Wünsche Ja. natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir welcher Bildschirm? Ne, den Bildschirm wollen wir nicht übertragen. Kleinen Augenblick. Mal ganz kurz hier den Bildschirm ändern. Eine Sekunde. Hat das jetzt nicht geklappt? So, Bildschirm 3, den wollen wir haben, oder? Genau, sehr schön. Gut. Sehr gut. Also, kann man mich sehen, kann man mich hören? Ich vermute mal ja. Dich kann man noch nicht sehen. Hast du noch eine Webcam? Nee, um Gottes Willen. Nee, so gut nicht. Aber meine Folie kann man sehen, hoffe ich, oder? Ja, das ja. Okay, gut, dann legen wir los. Dann hole ich noch die Fragebox hier raus. Sehr schön. So, dass ich gleich auch auf die Fragen eingehen kann. Und dann legen wir los. Von meiner Seite auch erstmal auch herzlich willkommen zum Webinar. Heute unter anderem das Thema fachliche Unschärfe. Ich war selbst ein bisschen überrascht. Ich habe in einer E-Mail, also in der Anmeldung jetzt gelesen, Screening der Märkte und Marktvorbereitung für den Intraday-Handel und in der anderen fachliche Unschärfe. Jetzt habe ich einfach das Webinar so eingepackt oder ausgelegt, dass wir beide Themen abfrühstücken, als auch, und jetzt habe ich noch einen draufgelegt, ich habe heute Morgen auch mal so zwei, drei Trades gemacht, die können wir uns dann ja mal angucken, weil ich generell zunächst erstmal Folien zeige, das mache ich immer so, um alle Leute mitzunehmen. Es gibt ja jetzt hier nicht nur die Pros, die unterwegs sind, sondern auch der ein oder andere, der jetzt dem Thema noch nicht ganz so, dem Thema noch nicht ganz so nah ist. Und wir wollten hier sowieso mit dieser Webinarreihe, ich sage jetzt mal, den einen oder anderen mitnehmen. Und das haben wir hier so gezielt, auch so, ich möchte das formulieren, in mundgerechte Happen aufgebaut, also eher mehr etwas niederschwellig halten, dieses Webinar. Gut, kurz noch zu meiner Person, damit Sie ein Bild zur Stimme haben. Mein Name ist Oliver Najar, ich bin selbstständiger Händler, ich komme aus der schönsten Stadt am Rhein, aus Düsseldorf. Ich sehe gerade, wir haben ein paar Kölner da, deshalb muss man das natürlich auch nochmal erwähnen. Düsseldorf, genau, ich bin diversifikativ, markttechnisch orientiert unterwegs. Das heißt also, ich habe nicht nur einen A-Lieblingsmarkt. Mir ist es egal, sage ich jetzt mal, wo das, was ich suche, sprich Setups, da gucken wir gleich drauf, zustande kommt. Das heißt also, ich handle den Dow Jones, genauso wie ein DAX, genauso wie Gold, Öl oder was weiß ich. Markttechnisch orientiert, was meint das? Was meine ich damit? Ich habe eine ganz bestimmte Sichtweise auf den Markt. Da gucken wir jetzt gleich auch nochmal drauf, was das überhaupt ist. Und ja, ich handle alle Produkte und alle Trendgrößen. Was ist damit gemeint? Ich handle also Aktien, Futures, ab und zu auch mal ein CFD. Und alle Trendgrößen. Das heißt also, ich bin. Was die Zeiteinheiten angeht, querbeet unterwegs. Der ein oder andere denkt, ich würde nur und ausschließlich den Intraday-Handel machen. Das ist nicht korrekt. Ich handle auch sehr viel Aktien auf höheren Trendgrößen, sprich auf Tagesbasis. Die Dinger laufen dann auch mal so ein bisschen.
Aber es hat sich irgendwie so ein bisschen der Eindruck eingeschlichen, dass ich nur und ausschließlich Intraday-Handel machen würde. Nein, so ist es nicht. Ich mache es zwar gerne und auch viel. Das ist auch meine Kerntätigkeit, so wie es hier steht. Aber es gibt noch andere Dinge außer den Intraday-Handel. Ich sage mal, die Früchte, die hängen dort tief. Aber andere Trendgrößen, sprich höhere Trendgrößen auf Aktien, die haben auch sehr viel Vorteil, weil sie nicht ganz so diese Trades sind nicht so betreuungsintensiv, sage ich immer. Was mache ich noch? Ich gebe Ausbildung, zum Beispiel 1:1-Coachings. Im Rahmen eines 1:1-Coachings kann man sehr tief abtauchen. Gibt es so den einen oder anderen, den ich da schon durchgeschleust habe, durch so ein Coaching. Sehr interessante Sache. Ich gebe auch Online-Seminare in so kleinen Gruppen, als aber auch Präsenzseminare. Jetzt einmal hier darauf hingewiesen, am 4.12. bis zum 8.12. volle 5 Tage geht das los. Ist ein Präsenzseminar eben in jener schönsten Stadt am Rhein, hier in Düsseldorf. Und zwar bei den Kollegen von CapTrader in deren Räumlichkeiten. Also wer mal diese Börsenluft schnuppern will, direkt bei einem Broker, sich da auch aufhalten will, mal gucken, was da so passiert und tief in die Materie abtauchen möchte, der kann da gerne mal dazukommen. Und ich gucke gerade mal nach rechts, 17, 14:07 Uhr, es geht gerade relativ freaky ab am Markt, gucken wir gleich mal drauf. Genau, wer dazukommen möchte, ist herzlich eingeladen. Ich glaube, wir haben noch einen freien Platz. Wer da Interesse daran hat, kann mal auf meine Seite gehen, markttechniktrading.de. Da ist im Shop so ein Poster, da steht Seminar drauf und da gibt es auch jede Menge Infos. Was passiert da überhaupt? Was machen wir da? Und warum macht das Sinn? Wir haben auch eine Software entwickelt, da gucken wir auch mal gleich drauf. Diese Software kann viel. Bietet sehr viele Features und Möglichkeiten. Und wir haben einen Trading Room seit letzter Woche installiert, wo wir ein bisschen tiefer abtauchen können, als es in so einem Webinar möglich ist. Da findet zweimal in der Woche, morgens und abends, eine Sitzung statt. Das mache ich auch nicht alleine. Da sind mehrere Leute involviert, die unter anderem auch diesen markttechnischen Handel machen und zeigen. Wir zeigen dort unsere Trades. Warum haben wir getradet? Warum haben wir nicht getradet? Was haben wir da für Handelsideen? Wie screenen wir die Märkte etc. Und unter anderem ist da auch jemand dabei, der Frank Helmes, der macht den ganzen Bereich des Value Investings. Und ja, da versuchen wir halt auch aus dem ein oder anderen Fragezeichen, das Thema Börse ist ja breit und das Thema Börse ist tief, vielleicht aus dem einen oder anderen Fragezeichen ein Ausrufezeichen zu machen. Gut, für den einen oder anderen hier sei noch meine E-Mail-Adresse gereicht. Falls es im Nachgang zu irgendwelchen Fragen kommt, kann man mich da auch erreichen. Und ja, es gibt auch eine Facebook-Gruppe, auch hier mal reingucken. Da gibt es so den einen oder anderen auch ehemaligen Coaching-Teilnehmer, der so ganz emanzipiert und sattelfest zeigt, was er so kann mittlerweile. Das lohnt sich auch immer da so reinzugucken. Gut, gehen wir einen weiter. Was ist Alex, heute? Ja? ganz kurz, hast du vielleicht ein Handy in der Nähe? Weil wir haben Rückkopplung. Okay. Ich muss mich entschuldigen. Ja, das ist jetzt weg. So, das Handy ist aus. Sorry, ich habe gedacht, das wäre schon weit genug. Ich glaube, ich Danke muss dir. mir ein neues Mikro holen. Gut, besser jetzt? Ja, ne? Bis jetzt, ja. Sehr gut. Wie soll es sein? Wie soll es werden? Das Ziel des Webinars ist, ich habe es gerade schon gesagt, alles im mundgerechten Happen, Grundlagen und Einblicke in diesen markttechnischen Berufshandel zu geben und dessen Funktion, also so ein bisschen die Grundidee zu erläutern, die Leute auch so ein bisschen gedanklich anzuschieben. Thema heute hier, Marktvorbereitung und Screening für den Intraday-Handel. Steht jetzt hier nicht, machen wir aber auch gleich. Wir gucken mal so ein bisschen rein, wo was die fachliche Unschärfe angeht, wenn wir so weit kommen. Ansonsten, wir haben sowieso noch einen Termin, dann holen wir es danach. Wir wollen mal screenen, nach guten Setups Ausschau halten und nach Low-Risk-Einstiegen suchen. Das Ganze benötigt das Wissen um Trends. Deshalb werde ich gleich nochmal, um alle hier so auf Betriebstemperatur zu bekommen, bisschen erläutern, wie dieser Sachverhalt aufgebaut ist, wie der professionelle Händler Märkte betrachtet, wie die Architektur sieht, die Struktur.
Und dann, wenn wir das abgesprochen haben, dann wissen wir auch, wonach der Händler sucht, nämlich nach Setups. Und dann können wir immer tiefer reintauchen. Wir gucken dann mal, wenn wir geklärt haben, was wir überhaupt genau suchen beim Screening und wie das auszusehen hat, dann screenen wir auch dementsprechend all die Märkte. Das ist so der Bereich des Arbeitsstils. Und wenn wir da was gefunden haben, was uns gefällt, was auch den Kriterien dementsprechend entspricht, machen wir uns mal Gedanken über Trading-Taktiken und Handelsausrichtung bei eventuell validem Setup. Und das Ganze soll natürlich auch ein Gedankenanstoß sein für den einen oder anderen hier, der vielleicht später hier rausgeht und sagt, ey, das war an der und der Stelle ein guter Hinweis, den baue ich in meinen eigenen Handel ein. Hier noch ganz kurz ein Hinweis auf die Sonderaktion. Die Software, es gibt wie gesagt dieses Add-on, gucken wir später mal rein. Hochperformante Trenderkennung, das komplette Spektrum des markttechnischen Universums ist da sozusagen verarbeitet, inklusive auch dieser fachlichen Unschärfe. Hier gibt es jetzt könnt ihr mal hingehen auf die Seite, ein Special-Angebot, 20% Nachlass. Wer davon Gebrauch machen möchte, kann sich da auch gerne den Link jetzt schnappen und dann mal auf die Seite gehen. Gut, das war alles. Gut, legen wir los. Was wollen wir eigentlich? Wir wollen einen ruhigen, souveränen und fokussierten Handel etablieren. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Wir wollen Zeit nutzen. Und wir möchten in unserem Handel einen gezielten und klaren Ablauf vor den Monitoren als auch im konkreten Trade haben. Wir möchten saubere Strukturen in unserem Tun und Machen haben. Ja, also wir wollen nicht jetzt irgendwie wahllos und ziellos irgendwo rumklicken in den Märkten. Kernaufgabe für uns ist es, Bewegung einzufangen und nicht zuzuschauen, wenn Bewegungen los, ja, oder beziehungsweise wenn sich Märkte in Bewegung setzen. Das heißt also, wir müssen den Fokus auf Märkte legen, die Potenzial beinhalten, und damit müssen wir vorbereitet sein. Vorbereitet bedeutet, wir brauchen Struktur. Struktur heißt, wir brauchen so eine Art systematische Herangehensweise, wie wir uns aufstellen. Wenn ich morgens den Rechner hochfahre, dann habe ich so einen ganz bestimmten Arbeitsablauf, und das ist auch kein Hexenwerk, das ist relativ schnell gemacht. Und das würde ich auch gerne jetzt direkt mit euch machen. Das heißt also erstmal Thema Arbeitsstil abarbeiten. Das ist wirklich schnell gemacht. Das wäre das Abklären von News und mal in die Termine reinschauen, die so anstehen. Und dann screenen wir die Märkte. Nur nochmal, um zu screenen, sprich suchen, müssen wir wissen, was suchen wir und wie sieht das aus. Da muss ich dann euch gleich nochmal ins Thema der Trends entführen, damit ich hier, wie gesagt, alle auf Betriebstemperatur habe. Und dann können wir, wenn wir das abgeklärt haben, was sind Trends, was sind Setups, wie sieht das Ganze aus, dann können wir so ein bisschen tiefer abtauchen und mal nach diesen berühmten Sweet Points Ausschau halten und eine Top-Down-Analyse der markttechnischen Trendgrößen machen, vielleicht auch Alarme setzen. Und wenn wir dann im nächsten Schritt wollen, können wir uns Gedanken über einen dementsprechenden Handelsstil machen. Wir gucken auch später mal rein, wo uns vielleicht der Computer unterstützen kann, ja, bei der ganzen Geschichte hier. Einen guten Händler macht aus, das ist das, was ich immer wieder wiederhole, kann beide Themen fachlich sauber miteinander kombinieren. Der Anfänger ist schwerpunktmäßig immer nur beim Thema Handelsstil, also beim konkreten Trade. Meistens hier auch dann nochmal separiert nur beim Thema Einstieg. Da fängt schon der Unterschied zwischen einem Fort, also beziehungsweise einem Pro an und dem, der sich vielleicht so noch als Anfänger beschimpft, möchte ich sagen. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Der Pro kümmert sich eher weniger um diesen punktgenauen Einstieg. Das Augenmerk hier, wenn es um den konkreten Trade geht, ist immer das Risiko, wohin mit meinem Stopp. Der Einstieg ist nicht ganz wichtig, aber ist halt nicht das Wichtigste. Es gibt viele Dinge, die drumherum eine viel größere Rolle spielen, nämlich die Sinnhaftigkeit, ob
das überhaupt Sinn macht, einen Trade an der einen oder anderen Stelle zu eröffnen. Der Einstieg, das, worauf sich der Anfänger sehr drauf stützt oder sehr fixiert, entscheidet in der Regel nicht über Wohl oder Weh oder, wie Harald Junke sagt, über Lackschuh oder Barfuß oder beziehungsweise Barfuß oder Lackschuh, sondern es ist immer der Ausstieg, der einem sagt, okay, der Trade war im Plus oder im Minus. Ja, es ist also nicht der Einstieg. Man kann sogar noch einen Grottenstädtchen Einstieg machen. Es ist immer der Ausstieg, sprich das Stop-Management auch, worauf sich der Pro stürzt oder sein Augenmerk drauf legt. Gut. Marktvorbereitung. Warum? Wir wollen kein unstrukturiertes Dauerbeobachten der Märkte haben. So der Klicker sein. Was meine ich damit? Wir wollen auf der einen Seite nicht, in der Regel sitzt man ja davor, die meisten haben auch schon einen zweiten, dritten Bildschirm und man guckt sich vielleicht, wenn man Glück hat, mehrere Märkte an und dann guckt man mal hier rein und guckt man mal da rein und klickt dort und klickt hier. Aber das ist alles ohne Struktur, das wollen wir nicht. Wir wollen auch keinen inhaltslosen Aktionismus haben, weder vor dem Rechner noch während der Trades oder zum Trade initiieren, das ist ganz wichtig. Wir wollen auch keine Überraschung erleben. Deshalb klicken wir, beziehungsweise deshalb checken wir die Termine. Wir machen gleich mal einen Blick zurück und einen Blick nach vorn. Das ist wichtig, erst recht vor dem Hintergrund, wenn man sich auch so nochmal, es gibt das volle Spektrum der Börse, beinhaltet nicht nur den Intraday-Handel, aber sehr viele machen den ja. Und da muss man einfach sagen, gerade wenn man auf kleineren Zeiteinheiten unterwegs ist, Schrägstrich Trendgrößen, gerade im Daytrading, dann ist es ganz wichtig, dass man eben die News im Blick hat, beziehungsweise auch vorbereitet ist, dass man nicht böse überrascht wird. Gucken wir gleich rein, was ich damit genau meine. Und wir wollen nicht die Kobra machen. Ich möchte sagen, in der Interpretationsfalle geraten. Was ist damit gemeint? Ich habe dieses Bild hier extra gewählt, mir fiel nichts Besseres ein, ich habe auch nichts Besseres gefunden, aber ich denke, das transportiert ganz gut meine Gedanken dazu. Wir wollen nicht die Kobra machen. Was ist die Kobra? Die Kobra, das ist so ein Begriff, den habe ich so bezeichnet, das nutze ich auch immer während der Coachings oder der Seminare. Die Kobra ist jemand, der sich vor seinen Rechner setzt und am besten nur einen Markt anschaut. Das ist meistens so sein Lieblingsmarkt. Das ist so der zum Beispiel der DAX. Dieser Markt wird gehuldigt. Das ist so eine Art Trading-Altar. Das Problem ist, wenn man die Kobra macht, dass man teilweise auch viele Stunden davor sitzt und innerhalb seines Tun und Machens, weil man diesen Markt ja sehr eng begleitet, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle da Dinge macht, die nicht so gut sind, weder fürs Portemonnaie noch für die Psyche. Und hier vielleicht auch Aktionismus walten lässt und den Markt irgendwie zuflassert mit irgendwelchen Trades. Man am Ende des Tages feststellt, keine Ahnung, hast halt irgendwie 4,70 € verdient oder 300 verloren. Das ist alles nicht so zielführend. Und noch bitterer ist es, wenn man feststellt, wenn man es denn dann tut, dann guckt man abends mal in Märkte, die man eben nicht so sehr begleitet wie diesen einen Lieblingsmarkt. Und dann findet man halt irgendwie, vielleicht nicht in allen Märkten, die es so gibt, aber in einem Großteil der Märkte immer mal wieder, weiß ich nicht, Märkte, die im Grunde genommen ganz saubere Strukturen und Verläufe hatten. Aber an denen konnte man sozusagen sich nicht beteiligen, weil man eben nur sein Augenmerk auf diesen Markt gelegt hat und eben so wie dieses Bild auch transportiert hier, in so eine Art Trance-Zustand gefallen ist, vielleicht sogar ins Overtrading kommt und der Trader
der Flötenspieler den Markt der Kobra in die Augen guckt und umgekehrt und man irgendwie nicht wirklich, ja, nicht wirklich produktiv ist, ganz im Gegenteil, auch Dinge da macht, die überhaupt nicht gut sind. Gehen wir noch einen Schritt zurück. Das heißt also, das wollen wir alles nicht. Wir haben jetzt besprochen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Klären wir eben ganz kurz ab. Arbeitsstil, erster Schritt, Abklärung von News und Terminen. Ich habe ganz viele Sachen schon gesehen hier so in den Coachings, die mir vorgelegt worden sind. Da waren auch ganz coole Sachen dabei. Es war ja nicht alles irgendwie falsch oder sowas. Die Leute sind meistens immer ganz überrascht, wenn ich sage, das geht relativ schnell. Man muss sich also, wie ich immer sage, nicht hier morgens um 6 Uhr mit der Financial Times am besten noch im Anzug hinsetzen. Nein, man muss lediglich einfach nur mal zum Beispiel hier reingucken. Das ist das Erste, was ich morgens mache, wenn ich, keine Ahnung, ich mache CNBC an oder Bloomberg oder halt schaue eben bei NTV nach. Ich setze mich aber nicht davor, mir diese Bändchen reinzuziehen, die dann da so laufen, sondern ich will eigentlich nochmal, es geht jetzt hier einfach nur Abklärung von News, das ist diese Nummer hier. Ich möchte hier einfach nur wissen, wenn ich morgens aufstehe, heute ist 14 Uhr, jetzt eben hier, das ist also so ein Einblick, wie das morgens bei mir läuft. Wenn ich morgens also hier mich hinsetze, schaue ich mir erstmal die Märkte, also beziehungsweise die Nachrichten an. Und morgens möchte ich erstmal nur folgende Info mir reinholen. Gab es etwas in der letzten Nacht, wo ich nicht am Markt war, auch ich muss ja schlafen und sowas, gab es eine News in der Nacht, die einen Marktimpact hatte, die den Markt irgendwie bewegt hat? Ja oder nein? Das geht relativ schnell, man guckt hier rein und wenn jetzt hier nicht gerade steht, keine Ahnung, die Russen marschieren in Dänemark ein oder sowas, dann steht hier meistens für mich nur der normale Wahnsinn. Es sei denn, es ist tatsächlich mal eine große marktbewegende Nachricht, dann würde das hier sofort ad hoc stehen. Und dann weiß ich, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, reingucken würde und sähe jetzt hier Gold plus 3, oder 4,3%, S&P down 3%, was weiß ich. Aha, okay, da muss irgendwas gewesen sein. Sie wissen alle, dass Märkte in der Regel 24 Stunden mittlerweile fast rund um die Uhr gehandelt werden. Das heißt also, wenn wir abends im Bettchen liegen, dann wird irgendwie trotzdem irgendwo der Handel stattfinden und Märkte können sich auch nachts bewegen. Also, das ist der Blick zurück. Hier lag heute Morgen auch nicht viel an. Wir haben heute Morgen in diesem Trading Room eine Sitzung gehabt, da haben wir auch zurückgeguckt. Da war das tatsächlich so, es lag nichts Großartiges an. Deshalb ziehe ich das jetzt mal. Nee, das mal beiseite. So, da gucken wir später rein. Wir gucken uns auch gleich nochmal ein Video an, denn ein Video sagt mehr als 1000 Worte. Das heißt also, rückblickend haben wir festgestellt, es gibt keine großartige News. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich möchte gerne Termine abklären. Das heißt, ich möchte nicht nach hinten schauen, was war, sondern was wird sein. Wow, okay. Das ist natürlich jetzt besonders hart. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, warum das besonders hart ist. Weil die Nasdaq, wir gucken heute mal auch gleich, also später, wenn wir jetzt hier alles durchgekaut haben, zeige ich euch mal meine Trades, die ich heute gemacht habe. Und das ist schön, dass das jetzt alles hier passiert ist. Nur jetzt waren wir nicht dabei, jetzt machen wir hier ein Webinar, aber das ist die Höchststrafe für einen Händler. Nicht dabei zu sein, wenn es abgeht. Ihr werdet gleich mal sehen, ich habe heute die Nasdaq gehandelt hier vorne. Ich habe die Nasdaq hier gehandelt und ich habe vor dem Webinar gedacht, ach komm, mach doch. Habe ich gedacht, ja, also gleich kommen News und wird ein bisschen eng alles auch. Und jetzt geht das Ding hier ab wie eine Rakete. Kommen wir aber gleich zu. Wir bleiben jetzt hier unserer Linie treu und gucken erstmal in die Termine. Termine bedeutet was? Wenn ich also morgens hier reingucke, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, in Termine reinzugucken. Das ist jetzt etwas, was in diesem Handelssystem hier integriert ist. Dann interessiert mich vor allem, was steht an. Warum interessiert mich das? Weil ich möchte eben nicht an der einen oder anderen Stelle böse erwischt werden. Ich möchte nicht überrascht sein. Ich möchte ja strukturiert sein. Ich möchte vorbereitet sein.
Und gerade wenn man in Intraday-Handel, also etwas kurzfristigeren Niveau unterwegs ist, was die Zeiteinheiten angeht, dann kommen und gehen dort die Trends. Wir gucken da alles gleich, wie gesagt, noch ganz genau rein. Die kommen und gehen schneller. Die Fragilität, die Zerbrechlichkeit auf kleineren Trendgrößen, das heißt nicht, dass die schlechter sein müssen, aber die ist einfach der Natur geschuldet, einfach etwas höher. Wenn ich also jetzt zum Beispiel, das war auch ein Grund, ups, das war ein Grund, warum ich da gerade so ein bisschen zurückhaltend war bei dem, wir gucken jetzt gleich rein, werdet ihr auch die Tränen in die Augen bekommen bei diesem Signal hier. Fakt ist, wenn ich jetzt gleich einen Trade eröffne, zum Beispiel um, weiß ich nicht, 14:28 Uhr und um 14:30 Uhr kommt eine News und ich habe das nicht vorher abgecheckt und es gibt News, die haben tatsächlich einen marktbewegenden Charakter, dann muss ich mich nicht wundern, dass wenn ich diesen Trade mache, der mir 2 Minuten später halt um die Ohren fliegt und ich ausgestoppt werde, womöglich sogar noch mit Slippage etc. Deshalb möchte ich mich vorbereiten und deshalb gucke ich hier rein. Das bedeutet, hier um 14:30 Uhr zum Beispiel kommt gleich der Philly Fed, dann stelle ich mir hier einen Alarm, mache irgendwie immer so 5 oder 10 Minuten vorher das Ding scharf und gleich um 14:20 Uhr geht ein Pop-up auf. Ich weiß nicht, ob ihr es dann hören werdet, aber zu mir wird dann gleich eine Stimme sprechen. Aus dem Computer wohlgemerkt, nicht nur in meinem Kopf. Und die wird mich auf diesen Termin hinweisen. Ja, genauso machen wir das hier unten auch mit mit den Verkäufen bestehender Häuser. Das ist zum Beispiel jetzt hier eine Indikation. Früher bei der, vor der Häusermarktkrise, damals 2007, 2008, war das ein Wert, da haben alle drauf geguckt. Nach der Krise haben sie da kaum noch drauf geguckt. Da war das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und jetzt in den letzten, ja, ich würde sagen, 1,5 Jahren kommt das wieder so eine Renaissance hier, diese News. Das heißt also, ich konzentriere mich hier wirklich nur auf die ganz wichtigen News, wo ich denke, die werden auch eine Volatilität, also die können, die müssen nicht, das kann auch ein Non-Event werden, aber die können mit hoher Wahrscheinlichkeit halt für Bewegung sorgen. So, dann ziehen wir das mal eben ganz kurz weg. Das heißt also, wir haben einmal zurückgeguckt, wir haben einmal nach vorne geguckt und jetzt gucken wir mal ins Thema Screening rein. Und wenn man sich über Screenen Gedanken macht, dann muss man erstmal wissen, Screen bedeutet also, ich habe eine Aufgabe und die Aufgabe des Händlers, eben jenes Screenen, also dieses Suchen, das ist so Grundaufgabe, egal in welchem Handelsbüro man sitzt oder ob man es auch privat macht, man muss seinen Handel und sein ganzes Handeln und Tun halt dementsprechend professionalisieren. Und das bedeutet, der Händler hat eine Aufgabe, eben Märkte zu durchscreenen und zu suchen. Jetzt stellt sich für den einen oder anderen die Frage, ja, okay, was sucht er denn genau und wie sieht das aus? Die Antwort sind Setups. Und jetzt kommt natürlich auch die Frage von dem einen oder anderen, was ist ein Setup? Und vor allem, was ist ein Setup mit Potenzial? Ich gehe jetzt nochmal zurück in den Folien. Ich will euch nochmal was zeigen. Wir suchen also, schaut mal hier. Nein, da. Schaut mal hier. Der Fokus auf Märkte, der soll auf Märkte liegen, die Potenzial beinhalten. Einverstanden? Jetzt springe ich wieder nach vorne. Nicht erschrecken. So, also. Was ist ein Setup mit Potenzial? Ein valides Setup aus Sicht der Markttechnik ist die fachlich saubere Kombination unterschiedlichster Trends. Der Trend, auf dem ich konkret den Trade eröffne, das ist sozusagen die Trendebene, auf der ich meine Spekulation durchziehe. Diese Trendebene, auf der ich konkret mein Handeln und Tun vollziehe, nennen wir die Signallage. Die Namensgebung Signallage, das ist recht simpel, das kommt daher, dass wir hier auf dieser Trendebene auf ein Signal reagieren und deshalb nennt sich das Ganze Signallage.
In der Markttechnik gibt es verschiedene Formen der Signale. Wir werden hier auf dieser Ebene den Einstieg, also verschiedene Signale, auf die ich reagieren kann, im Sinne eines Einstieges. Das heißt also, hier wird der komplette Einstieg als auch das komplette Trade- und Risikomanagement drauf, ja, abgefeuert, möchte ich sagen, als auch der Ausstieg geplant. Das sieht also so aus. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, nochmal, das hier sind Folien. Wir gehen später in den richtigen Live-Markt und dann wird sich hier auch der Kreis dann schließen und der Nebel lichten, sage ich immer. Das heißt also, auf dieser Signallage, auf der ich ein konkretes Signal bekomme, und es gibt da unterschiedliche Formen der Signale aus Sicht der Markttechnik, könnte ich so an so einem P2 reingehen. Ich könnte aber auch aus der Korrektur reingehen. Für den einen oder anderen, der jetzt hier dabei ist und noch nicht ganz so weit ist, das hier ist ein Trend und wir definieren einen Trend mit Bewegung, Korrektur und wieder Bewegung. Ich hoffe, man sieht jetzt hier meine Maus. Moment, ich muss jetzt noch einen zurückgehen. Ja. Genau. Das ist jetzt sozusagen die Korrektur, die Bewegung, wieder die Korrektur. Und ich kann mich entscheiden, ob ich, wenn der Markt durch so einen Hochpunkt durchgeht, dann ist das die Definition eines Trendes. Ob ich hier jetzt die Position an so einem P2 eröffne, woher kommt der Ausdruck P2? Man sagt, wir bezeichnen das immer hier so als eine 1, das ist eine 2 und eine 3. Später, wenn man sattelfester ist, dann interessiert man sich nicht mehr so für diese Bezeichnung. Man erkennt das schon mit dem bloßen Auge. Das könnte auch was, was ich Fix und Foxy heißen hier. Fakt ist, das hier ist. Es ist so landläufig da draußen auch bekannt und da muss man ja nicht das Rad neu erfinden. Das ist ein P2 und wenn der Markt durch so einen Punkt 2 durchläuft, hinterlässt er uns eine 3, das heißt also eine 1, eine 2, eine 3. Und wenn der Markt in die Bewegung geht, geht er auch meistens danach wieder in eine Korrektur. Und das wäre die zweite Möglichkeit, den Trade aus der Korrektur zu eröffnen. Auf dieser Signallage habe ich auch mein komplettes Stop-Management. Das heißt also, wenn ich jetzt reingehe, zum Beispiel hier an diesem Punkt, lege ich initial meinen Stop hier unter das letzte Tief, das wäre dieser Punkt 3. Und jedes Mal, wenn der Markt durch so ein Hoch durchgeht, hinterlässt er mir ein Tief und ich ziehe den Stop automatisch, da, also beziehungsweise mit der Hand nach, oder ich habe halt einen Computer, der das kann und ziehe die Stops halt dementsprechend nach. Hier oben, beziehungsweise auf dieser Ebene, auf dieser Trendebene, wird das Stop-Management, das Risikomanagement auch durchgezogen. Das heißt also, entweder der Markt hinterlässt mir zwar ein Tief, aber irgendwann bricht er so ein letztes Tief, indem er sozusagen hier so durchläuft. Dann bin ich halt ausgestoppt. Oder ich verlasse den Markt. Das ist auch, ich stoppe den Trade. Das gehört also auch zum Stop-Management. Und wähle irgendeine Exit-Strategie, dass ich den Markt sozusagen mit in der Bewegung sozusagen dann verlasse durch ein Ziel, was erreicht worden ist. Das heißt also, der Einstieg, das Risikomanagement, das Ausstieg wird alles auf dieser Trendebene gemacht. Diese Trendebene heißt Signallage. Und ganz wichtig, und hier steht es auch, es wäre zu einfach, wenn es nur das wäre, ein Signal für sich genommen ist wertlos. Was meine ich damit? Ein valides Setup aus Sicht der Markttechnik ist nicht nur das Vorhandensein von einem Trend. Ein valides Setup ergibt sich durch einen weiteren Trend, sprich einer untergeordneten als auch einer übergeordneten Trendgröße. Und weil wir Trades mit Potenzial haben wollen, brauchen wir diese übergeordnete Trendgröße, weil die mir etwas verrät. Nämlich, ob das Ganze Sinn macht. Was meine ich mit einer übergeordneten Trendgröße? Also das eine, was wir gerade besprochen haben, ist eine untergeordnete Trendgröße. Das war die Signallage. Die übergeordnete Trendgröße ist eine, so nennen wir das auch, GWL oder Großwetterlage, ist der Ort der Sinnhaftigkeit. Diese Trendgröße, die verrät mir, ob die Idee, die ich habe, Sinn macht. Sinn dahingehend, ob ich möchte ja, wenn ich Trades aufsetze, Trades haben, die sich möglichst lange, also noch nicht mal zeitlich lang laufen,
fachlich fortgeschrittenen Handel ist das Thema Zeit eigentlich komplett ad acta gelegt. Es geht vielmehr um nominale Punktspannen. Ja. Ich möchte also Trades haben, die laufen und wenn ich sogar Glück habe, in einer kurzen Spanne sehr viele Punkte nominal abgreifen. Und diese Großwetterlage, die verrät mir sehr viel über die Sinnhaftigkeit also meiner Trade-Idee auf meiner Signallage, weil die verrät mir, hat der Markt, sprich diese kleinere Trendgröße, die ich euch jetzt gleich nochmal in Kombination mit der zeige, auch die Möglichkeit, sich eben lang zu machen. Einverstanden? Guckt mal. Beides zusammen ergibt das ideale Bild. Beides zusammen ergibt ein Setup. Einverstanden? Der Anfänger, ich habe es gerade schon gesagt, der ist signallastig, aber eine Signallage ist eben nicht alles. Und der Anfänger ist oftmals zeiteinheitenlastig. Das Thema Zeiteinheiten werden wir gleich noch mal ganz kurz besprechen, kürzt sich raus. Da zeige ich euch gleich dann noch eine Folie. Das ist also das, was wir wollen, das ideale Bild, ein sauberes Setup. Wenn wir also Märkte screenen und auf die Suche gehen, dann ist das da. Das ist jetzt noch ein Schema. Wie gesagt, wir gehen gleich zu den Live-Märkten. Ist das da das, was wir suchen? Das ist, warum das Markttechnikers Auge sozusagen die ganze Zeit über die Märkte fliegt und dies sucht. Das ist das ideale Bild. Das weniger ideale Bild ist das hier. Das ist generell erstmal etwas, was wir nicht haben möchten. Das schaut mal, was der Unterschied ist. Hier haben wir eine Großwetterlage, die steht in der Korrektur. Wenn wir den aufklappen, stellt euch mal vor, wenn wir jetzt in Zeiteinheiten sprechen, stellt euch vor, das ist jetzt als Beispiel ein Stundenchart oder ein Tageschart, okay, und wir würden jetzt nochmal eine kleinere Zeiteinheit aufklappen, dann wäre das jetzt hier von mir aus irgendwie ein 10-Minuten-Chart und dieses ideale Bild, das kann man jetzt handeln, das macht Sinn, dieses Bild macht weniger Sinn, denn wenn diese Großwetterlage hier generell weit in der Bewegung steht und dann jetzt noch untergeordnet hier so ein Signal zu handeln, dann kann das sicherlich noch ein paar Euro 50 geben, aber in der Regel schreit dieses Gebilde jetzt nach einer Korrektur, also nach sowas hier. Und wenn das kommt, dann wird diese untergeordnete Trendgröße mit hoher Wahrscheinlichkeit über den Jordan gehen. Mit anderen Worten, so sieht das Ganze aus. Die Grundidee des markttechnischen Handels ist also eine übergeordnete Trendgröße, die in der Korrektur steht und untergeordnet. Diese Nummer ist unser Zuhause, wo eben das komplette Spektrum abgefeuert wird. Ja? Das hier soll ein Grundgerüst sein. Was meine ich mit Grundgerüst? Der professionelle Handel nimmt gern, also anders angefangen. Es gibt unterschiedlichste Marktteilnehmer da draußen. Die kommen aus den verschiedensten Richtungen. Ja? Es gibt mehrere Leute, die in so einem Orderbuch unterwegs sind, sprich unterschiedlichster Couleur. Da sind Leute dabei, die machen das Hedging, die machen die Arbitrage, da sind spekulativ orientiert unterwegs. Da gibt es nochmal große Unterschiede. Und unter anderem gibt es da auch Leute, die sind da eher fundamental unterwegs und die alle unterscheiden sich in ihren Blickwinkeln auf den Markt und auch auf ihre Handlung. Aber viele von denen, obwohl sie gar nicht Trends handeln wollen, nutzen Trends als so eine Art Rückgrat in ihrem Handeln. Das heißt also, sie nehmen so eine Struktur, sie wissen auch um die Architektur des Marktes. Diese Trends sind nicht irgendwelche Trends. Hier spielt eine große Rolle das Wissen um Terminmärkte, um Kassamärkte und um die Verknüpfungen zueinander eine große Rolle. Das muss man also lesen können. Fakt ist, diese Leute nutzen dieses Gebilde, um deren, naja, möchte ich sagen, Handelsansatz abfeuern zu können. Ja, es gibt Leute, die wollen nur kurz dabei sein, die machen dann irgendwie so vielleicht einen Ausbruchshandel. Es gibt Leute, die wollen Trendhandel machen vor diesem Gebilde. Es gibt Leute, die wollen rein nur die Bewegung handeln. Ja, und es gibt wiederum ganz andere Ansätze. Die haben aber auch irgendwie so ein Stück weit
immer was mit Bewegung und Korrektur zu tun, weil, und das ist ganz wichtig, auf einer bestimmten Anhöhe hat man einfach akzeptiert, dass es Trends gibt. Märkte bewegen sich definitiv in Trends. Das kann man drehen, wenden, wie man will. Warum? Weil Märkte eben nicht in einem nur steigen oder nur fallen. Ja, selbst wenn eine Aktie stark steigt, dann wird es auch mal Luft holen. Also eine Aktie wird jetzt in der Regel nicht von 20 Euro, wenn sie heute emittiert wird, am anderen Tag in einem Strich noch auf 100 steigen und umgekehrt, sondern sie wird immer, das ist die Natur des Handelns, der Markt bewegt sich in Bewegung und Korrektur, also immer in Trends. Und andere Leute, das ist ganz wichtig, haben ja auch nichts anderes als denselben Chart, zum Beispiel im, was weiß ich, Euro, US-Dollar, DAX und Co. Und selbst wenn sie keine Trends handeln, deren Handelsansatz findet ja auf demselben Chart statt. Also gibt es auch bei denen, genauso wie bei mir, vielleicht in dem einen oder anderen Markt, im Hier und Jetzt gerade eine Bewegung stattfindet, wird es ja bei ihm auch so sein. Ja? Das ist also ganz wichtig. So, was ist jetzt die Problematik bei diesem Bild generell? Die Realität, denn die Realität sieht wie aus? Das hier ist A, ein Schema. An Schemas verdient man so gesehen kein Geld. Und es gibt eben nicht nur diese beiden Kombinationen, also diese Grundform, die stimmt schon, aber der Markt, und der Markttechniker weiß das, hat insgesamt so vier Trendgrößen. In der Regel sind es vier Trendgrößen. Es gibt auch Märkte, gerade so Forex-Märkte, die laufen gerne mal 24 Stunden durch. Da schiebt sich noch eine fünfte Trendgröße rein. Aber in der Regel sprechen wir hier über vier Trendgrößen, die es generell gibt. Und denkt dran, wir müssen sie ja so kombinieren. Das heißt also, diese vier Trendgrößen, hier sind jetzt mal stellvertretend noch Zeiteinheiten aufgeführt. Im fortgeschrittenen Handel, hatte ich gerade gesagt, interessiert sich niemand mehr für Zeiteinheiten. Wir nutzen lediglich das Thema Zeiteinheiten, um uns die dementsprechende Trendgröße zu visualisieren. Die Problematik ist halt, dass es mir gelingen muss, die fachlich saubere Kombination zwischen einer Signal- und übergeordneten Großwetterlage aufzubauen. Was meine ich damit? Gehen wir mal davon aus, als Beispiel, ich möchte gerne diesen kleinen gelben Trend hier handeln und ich möchte auf diesem Trend konkret meinen Einstieg suchen, dann wäre das ja hier meine Signallage und jetzt muss man überlegen, was ist die übergeordnete Trendgröße und die übergeordnete Trendgröße ist immer die direkt übergeordnete. Das wäre dann in dem Fall hier die 10-Minuten-Nummer, das hier wäre jetzt der kleinste Trend, das ist der kleine, das ist der mittlere, das ist der große Trend. Und das hier wäre sozusagen die Kombination 10-1 oder klein-kleinst. Wenn ich den jetzt handeln wollen würde, dann würde ich sehen, aha, es geht hier gerade rauf. Darf ich das handeln? Ja, nein. Die Antwort ist nein, weil ich habe hier gerade einen Abwärtstrend. Mit anderen Worten, ich will ja dieses Bild haben. Das ist hier jetzt nicht gegeben. Einverstanden? Was darf mir nicht passieren? Da unten steht es auch. Mir darf nicht passieren, zu denken, ah, guck mal, ich habe hier einen Aufwärtstrend, super. Das Ding ist auch jetzt also aufwärts gerichtet und steht in der Korrektur, dann beiße ich da mal rein. Dann hat man nämlich genau das gemacht, was hier unten drin steht, was man nicht machen muss, nicht machen darf. Sondern hat man einen Trend übersprungen und das ist nicht gut. Das führt oftmals dazu, dass man zu wenig rausholt und ja. Das ist so, es lässt einen so unbefriedigt zurück. Das muss nicht unbedingt zu Minus-Trades führen, dieses Trends überspringen, aber die Trades laufen meistens nicht so richtig an. Ja? Genau. Es gibt also, hier merken wir das, hier sehen wir das, eben nicht nur eine Signallage und eine Großwetterlage, sondern es gibt hier mehrere Kombinationen. Einverstanden? Sprich, das hier wäre die Großwetterlage von dem. Der 60-Minuten-Chart ist die Großwetterlage von dem und das hier ist die Großwetterlage von dem. Einverstanden? Das heißt, es gibt mehrere Großwetterlagen und wir haben logischerweise dadurch im Gegenzug auch mehrere Signallagen. Einverstanden? Man kann, wenn man möchte, das ist die höchste und größte Trendgröße, die es gibt,
Die kann man direkt handeln. Das heißt also, man kann die Kombination zwischen Großwetterlage und Signallage machen. Man kann aber auch nur ausschließlich, wenn man möchte, auf der großen Trendgröße unterwegs sein. Das wäre dann der Tageschart. Und der Tageschart ist so die Signal- und Großwetterlage in einem. Einverstanden? Als Händler muss ich sozusagen in der Lage sein, zu entscheiden, welche zeitliche Nähe habe ich, welche zeitlichen Ressourcen kann ich aufbringen, um mich dem Handeln zu widmen. Und man merkt, umso tiefer man hinten reingeht in die Zeiteinheiten, muss man halt auch mehr Zeit mitbringen. Einverstanden? So, was will ich jetzt also als Händler? Nur das Beste. Und zwar für mein Konto, für mein Geld, für meine Psyche. Die meisten von euch gehen noch vernünftigen Jobs nach. Und der eine oder andere, keine Ahnung, Feuerwehrmann, Polizist, Krankenschwester oder sonstiges, die haben ihr Geld immer sauer verdient, sage ich. Und wenn man schon an den Markt, ich sage jetzt mal spekulativ rangeht, dann sollte man im Vorfeld möglichst alles tun, um die Gegebenheiten auf seine Seite zu ziehen, also zu traden, wenn die Wahrscheinlichkeiten recht hoch sind. Und so sieht das ideale Bild aus. Was mir nicht passieren darf, ist das einzelne Signal mit einem Setup zu verwechseln. Nochmal, nur ein Signal für sich ist schlichtweg wertlos. Einverstanden? So, und jetzt guck mal, wie sieht das Ganze hier konkret in einem Chart real aus? Jetzt haben wir ein bisschen Fleisch am Knochen. Also, was wir hier haben, ist ein Chart, den habe ich jetzt vor ein paar Tagen irgendwann mal gemacht. Eine Aktie, mal absichtlich da oben keine Zeiteinheit reingepackt, weil es geht halt nicht darum, sondern es geht nur um diese Herleitung von Trends, Trendgrößen und deren Kombination, so wie ich es gerade gesagt habe. Und was genau sehe ich da im Chart? Wie schaut der professionelle Händler auf den Markt? Guckt mal. Also, dieser Chart ist jetzt mal völlig nackt, ohne alles. Das ist diese Nummer hier. Wir sehen halt, wie der Markt jetzt hier in Trends. Seht ihr meine Maus gerade? Ja, ne? Ich muss immer mal nachfragen. Einmal ganz kurz ein. Ja. Okay, wunderbar. Ihr seht also, der Markttechniker sieht halt, diese Trends hier. Das wäre jetzt eine Signallage. Er ist also, das könnte jetzt von mir aus ein 10-Minuten-Chart sein oder ein Stunden-Chart. Und er sieht also nicht nur sich selbst in Form eines Trendes auf der Signallage, sondern er kann sich gleichzeitig auch noch in was reindenken? In diese übergeordnete Trendgröße. Einverstanden? Die übergeordnete Trendgröße, ohne jetzt eine Zeiteinheit zu wechseln oder einen Chart zu wechseln, das ist halt das Wissen um, das geht nicht von heute auf morgen, das sei vorausgeschickt, das kann man üben, das ist aber auch kein, nicht irgendwie nicht greifbar. Also mit ein bisschen Übung kann man das ganz gut umsetzen. Oder man holt sich halt so ein Tool. Fakt ist, der übergeordnete Trend ist hier dargestellt als auch der untergeordnete. Und wir hatten gerade was gesagt? Ich möchte eine übergeordnete Trendgröße haben. Die soll bitte in der Korrektur stehen. Das tut sie. Und jetzt untergeordnet geht es hier los mit einem Signal. Einverstanden? Da ist es. Da halten wir jetzt die Lupe drauf. Und das ist das, was wir suchen, was wir wollen und was uns reizt. Und ich habe jetzt hier nochmal ein zweites Beispiel mitgebracht. Beziehungsweise hier nochmal ganz kurz an dem Beispiel. Das ist das Stichwort Wiederholung, Grundgerüst, duplizierbarer Handel etc. Wir gucken uns gleich nochmal in die Nasdaq, in meine Trades von heute plus was gerade passiert ist. Dann habt ihr auch die Tränen in den Augen. Also heute wird geheult. Schaut mal, was sich gerade hier rechts ergibt. Also Großwetterlage in der Korrektur, der erste Bewegungs-, also der untergeordnete Trend rennt los. Dieser untergeordnete Trend stellt nichts anderes dar als diese Bewegung des übergeordneten Trendes. Hier oben ist dann irgendwann Ende, der Trend ist gebrochen.
Sieht man auch sehr schön. Und der Markt geht runter in die Korrektur. Und jetzt geht die Nummer hier wieder los. Hier ein kurzes Gegensignal. Da spätestens oben drüber geht das Ding wieder los in die Korrektur. Hier gibt es auch noch ein hochwertiges Signal. Umkehrstab. Fakt ist, das, was da auf sich aufgebaut hat, baut sich hier jetzt wieder auf. Einverstanden? Und das ist das Idealbild. Und das ist das, was wir wollen. Und jetzt kann man sich halt aussuchen, gehe ich, erinnert euch hier oben am P2 rein oder gehe ich halt in die Korrektur rein. Aus Sicht des Portemonnaies ist immer gut, die Korrekturen zu suchen. Es gibt aber auch Maschinerien. Wir wissen ja nicht, ob nochmal eine Korrektur zustande kommt oder ob der Markt jetzt schon direkt hochläuft. Aus Sicht des Portemonnaies ist es immer sicher interessanter, aus den Korrekturen Trades zu eröffnen, sprich, das ist jetzt die Bewegung, das ist der Trend, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, da den Trade zu eröffnen und den Stop halt unter die letzte 3 zu legen. Hier anderes Beispiel aus der Nasdaq. Der Chart ganz nackig für sich genommen. Der professionelle Händler sieht jetzt die Verläufe dieses Charts und erkennt Trends, sprich seine Signallage, wie sie halt mal kommt, aber auch mal geht und dadurch Korrekturen auf höheren Zeiteinheiten hinterlässt und auch wieder im Stehen und dann halt das Ding hier wieder los. Immer wieder, wenn es nach oben geht, geht der Markt relativ zügig nach oben. Er kann also sich selbst erkennen, plus er erkennt auch die übergeordnete Trendgröße. Und ihr wisst ja jetzt, wir suchen nach Setups, also untergeordnete Trends in Korrekturen der Großwetterlage. Und da ist das, da sind diese beiden ja, Szenerien sehr schön dargestellt, wie der Markt halt dementsprechend läuft. Wenn ihr euch das letzte Signal, das erste Signal hier anguckt, da geht ein Trend hoch, tief, tief, tief korrigiert. Sehr, das sind diese Low-Risk-Strategien, die man sucht als Händler. Tief in der Korrektur, billiger kriegst du es nicht, sage ich immer. Und dann rennt das Ding hier flotti-karotti los. Genau. Wie kann der Computer mich unterstützen in Form so einer Trenderkennung? Jetzt machen wir hier mal ganz kurz einen Cut. Beziehungsweise, nee, da gehen wir da unten rein und holen mal das nach vorne. Und, wo ist er? Nee, da ist er noch. So, gehen wir da mal hin. So als Beispiel, guck mal, das ist, und jetzt versteht ihr es, jetzt könnt ihr es auch nachvollziehen, wie bitter das Ganze ist. Also, das ist genau das, was wir gerade beschrieben haben. Hier habe ich heute Morgen losgelegt. Da habe ich ein paar Euro 50 rausgeholt, keine Ahnung, irgendwie 180 Euro oder sowas. Da habe ich nur einen reingelegt. Da war ich mir nicht ganz so sicher, ob der Markt tatsächlich irgendwie so nach oben tendieren will. Da habe ich aber nicht bis hier oben was mitgenommen, sondern, warte mal, ich kann euch die Trades ja zeigen. Das kostet ja kein Brot. Eine Sekunde, das ist, gib mir bitte eine kurze Sekunde. Nasdaq, 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 da ist die Nasdaq. Das ist immer nicht der Chart, den ich möchte. Auch die Nasdaq. Was ist hier das? Nein. Da. Da ist der Trade. So, kleinen Augenblick. Da muss ich noch was ausmachen. Eine Sekunde. So, entfernen. Perfekt. Anwenden. Zack. So, damit niemand überfordert ist, da geht's los. Na, so. Also, heute Morgen, hier gab es einen Trade. Da bin ich dann raus. Also, hier habe ich diesen Trade eröffnet. Hier gibt es diesen Trend. Dann bin ich hier raus, konnte das schon im Buch ablesen, im Orderbuch. Das ist eine andere Thematik, die kann man hier nicht abfrühstücken, dass hier irgendwie so die Reise zu Ende ist. Da habe ich gedacht, okay, dann holst du den später nochmal. Dann kam mir eine Korrektur, hat die Position nochmal eröffnet und bin, also das erste war ein Plus-Trade, zweiter Trade war kleines Minus. Da habe ich die Position wieder in dieser Korrektur hier eröffnet. Der Markt habe ich direkt rausgenommen. Kein Problem, der hat sich hier unten ausgetobt, jetzt baut sich hier wieder so ein Trend auf, seht ihr das?
Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, pass auf, jetzt agierst du hier mit ein bisschen fachlicher Unschärfe, gucken wir gleich mal rein, und lässt dich nicht sofort rauskegeln, habe aber hier die Positionsgröße etwas runtergenommen. Und habe den Markt jetzt hier laufen lassen. Schaut mal, hier unten kam noch ein schönes Signal, hätte man auch noch ein bisschen zukaufen können. Und da oben in der ersten Bewegung bin ich jetzt wieder raus, weil wieder im Orderbuch, das sieht man auch, das sieht nicht viel aus, aber es sind über 20 Ticks, die der Markt direkt wieder runtergekommen ist. Und dann bin ich weggegangen und dann kam die Rakete. Und dann habe ich gedacht, na super, wie geht denn das? Ja, ohne mich, ohne zu fragen, geht der Markt einfach da hoch. Ist so, kann ich jetzt nicht zurückdrehen. Aber was ich dann gemacht habe, habe ich gedacht, okay, pass auf, jetzt wechseln wir wieder das System. So nicht, mein Freund, habe ich mir gedacht. Das heißt also, die Szenerie, die wir jetzt gerade da gesehen haben, war hier. Schaut mal, diesen Trend hier habe ich hochgehandelt. In dieser Bewegung bin ich raus. Diese Nummer habe ich jetzt nicht mehr mitgenommen. Fakt ist, jetzt ist der Markt da komplett hochgesprungen, was ich ja nicht mitgenommen habe. Und jetzt hat der Markt sich hier unten ausgetobt. Und jetzt habe ich diesen Trend, der hier hochkommt, nochmal gehandelt. Den habe ich auch mit ein bisschen mehr Size gehandelt, weil jetzt kam wieder etwas Ruhe rein. Ich muss gestehen, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, warum. Aber ich glaube, hier kam irgendwie wieder eine News. Der Markt ist hier massiv gesprungen. Gold ist auch runtergekommen, glaube ich, in dem Moment. Öl ist relativ stark gestiegen und der Markt ist hier hochgeflitzt. Irgendwas muss da gewesen sein. Und nachdem der Markt sich beruhigt hat und ihr seht es ja, Großwetterlage in der Korrektur stand, kam dann dieses erste Signal zustande. Schaut mal hier, da kam das. Und das habe ich jetzt gehandelt. Das heißt also, ich habe das gesehen. Die Frage war ja, wie kann ich auch so ein Add-on oder so eine Technik unterstützen? Es geht natürlich auch ohne Auge, aber hier hat es mich darauf aufmerksam gemacht, denn als der Markt in der Korrektur stand und hier untergeordnet dieses Signal zustande kam, hat es angefangen zu blinken, angefangen zu flashen. Und dann habe ich gesagt, okay, machst du das? Das habe ich auch gemacht. Wie sieht das Ganze aus? Jetzt gucken wir mal wieder in die Präsentation. Schaut mal. Das war die Situation. Es hat sich beruhigt. Hier kam das erste Signal zustande. Das ist jetzt nur rein der Trade. Das Signal habe ich genommen. Diesmal auch mit etwas mehr Size. Und das ist die Signallage dazu. Schaut mal. Und der Trade ist eigentlich auch ganz gut angelaufen. Der ging sogar höher, stand schon etwas über, weiß nicht, 450, 500 auf der Uhr. So viel ist es leider nicht geworden. Das ist das Bild. Da oben bin ich ausgestoppt worden. Das waren irgendwie knapp, weiß ich nicht, 289, 300, irgendwie sowas auf der Uhr. Und das war auch dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gleich hast du Webinar. Jetzt müsste ja eigentlich noch eine fachliche Antwort kommen, Thema Wiedereinstieg und Sonstiges. Warum? Weil ich lebe vor dem Hintergrund von Trading-Serien. Also was meine ich damit? Das ist auch das, was ich lehre, dass die viele, die hier dabei sind, nicht viele, aber einige, die waren ja hier im Coaching. Börse ist nicht, ich mache einen Trade und mache halt Plus und oder Minus und höre dann auf. Ja. Börse ist Bonbonladen und hier gehört es sich, die Taschen voll zu machen, sage ich immer. Und wenn ich ausgestoppt werde, überprüfe ich sofort die Möglichkeit des Wiedereinstiegs. Das heißt also, ich mache einen Trade, werde ausgestoppt, von mir aus Minus. Und ich mache noch einen Trade und werde wieder ausgestoppt und wieder Minus. Und ich überprüfe trotzdem dann auch zum dritten und vierten Mal, irgendwie muss ich jetzt hier den Trade nochmal neu eröffnen. Und jetzt schaut mal, jetzt gehen wir mal wieder in den AT. Und das meine ich mit Tränen in den Augen. Hier, das ist das Szenario, was ich gehandelt habe. Ja, guck mal, da geht's rauf. Da bin ich ausgestoppt worden. Der Trend ist tatsächlich da auch kaputt gegangen. Der Markt hat erstmal generell korrigiert. Jetzt habe ich gerade was gesagt. Ich muss genau dasselbe machen, was ich auch hier gemacht habe. Der Markt ist unten in der Korrektur. Und jetzt geht hier ein Trend los. Schaut mal. Trend. Trendbruch. Also so ein Gegensignal. Es geht also einmal rauf. Es geht einmal runter. Ausgestoppt. Wenn ich hier reingegangen wäre, hätte sie hier ein Minus.
Jetzt müsstest du hier oben wieder den Wiedereinstieg machen. Wieder mit Stop. Bewegung, Korrektur und Kabum. Geht das Ding da hoch wie Raketen, also richtig Rakete wie Schmitz Katz. Keine Ahnung, auch hier müsste ich jetzt nachgucken, was war. Das Setup bleibt aber dasselbe, ob der Markt jetzt hier langsam hochgewackelt wäre oder jetzt in dem Fall sehr schnell. Ich denke, im Kern ist rübergekommen, wie wichtig es ist, gute Setups zu erkennen, gute Marktkonditionen zu erkennen und ja, zu wissen, wonach muss ich ausschauen. Ja. Wie komme ich günstig in einen Markt? Wir wollen alle, wenn wir traden, wenig Risiko haben. Wenig Risiko bedeutet, in dem Moment, wo ich den Trade eröffne, trage ich Risiko und ich möchte für ein eingegangenes Risiko dementsprechend immer auch ein Auszahlungsprofil haben, was sich monetär auch trägt. Was meine ich damit? Das heißt, wenn ich hier so einen Trade eröffne und ich dieses hier als Risiko trage, dann möchte ich hier mindestens ein 2 oder 3 zu 1 auf meine Trades haben. Das hatte ich gehabt, das ist okay. Hier zum Beispiel, schaut mal, das sind die Realitäten, die kann auch ich nicht oder jemand anders wegzaubern. Hier machst du einen Trade, das wäre dein Risiko gewesen, minus, machst einen Wiedereinstieg. Dann brauchen wir jetzt nicht lange zu rechnen. Da lachst du über so einen Minus-Trade, vorausgesetzt, du kannst Trends lesen. Und der Markt gibt dir ein Vielfaches von dem Risiko, was du getragen hast. Einverstanden? Gut. Gibt es Fragen bis hierhin? So, ich gehe mal die Fragebox durch. Ja, gilt auch, genau. Also, jetzt sei erstmal generell hingewiesen, diese Software, ich habe das jetzt hier auf dem Agena Trader gemacht. Diese Software gibt es neben dem Agena Trader noch auf dem Ninja Trader und seit vorletzte Woche auch für den Stereo Trader. Da habe ich allerdings noch keine Videos und Dokus draußen. Das sei bitte entschuldigt. Da sind wir jetzt gerade mit Hochdruck dran. Wir haben diese Technik, diesen Gedanken, dieses Add-ons irgendwie auf ausschließlich professionelle Softwarepakete draufgelegt. Und mit dem Stereo Trader oder Ninja Trader, mit dem Agena Trader sind sie hier generell ganz gut grundsätzlich beraten. Da sind schon jede Software für sich genommen, hat schon da richtig tolle Sachen. Schaut mal jetzt ganz kurz. Vielleicht haben wir Glück. Was würde hier passieren? Geht der Markt jetzt hier noch höher über dieses Hoch, würde jetzt hier sozusagen ein 1, 2, 3 nach oben entstehen. Und dieses 1, 2, 3 nach oben würde dann auch ein Signal vor dem Hintergrund einer passenden Großwetterlage generieren. Das wäre also ein valides Signal. Und ich habe das deshalb angesprochen, vielleicht wird es dann auch gleich mal blinken, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie das Ganze aussieht. Genau. Genau, also es gibt das auf verschiedene Softwarepakete. Jetzt hat jemand gefragt, hallo Herr Najar, wäre es möglich, mal einen Backtest über diesen Produktschutzansatz anzusehen? Jemand fragt, ob es die Möglichkeit gibt, einen Backtest für diesen Ansatz hier zu machen. Also, einen Backtest könnte man machen, wenn dies ein Vollautomat wäre. Vollautomat bedeutet, Sie machen hier irgendwie gar nichts und der Computer bzw. das Add-on entscheidet, wann wo rein, automatisch auch die Position eröffnen würde und auch das komplette Stop-Management dahingehend übernimmt. Das macht dieses Add-on aber nicht, weil, kleinen Augenblick, die nehmen wir mal raus, die brauchen wir nicht. Das darf man nicht. So. So, jetzt fängt das hier an zu blinken. Und jetzt kommt das zustande, was ich gerade gesagt habe. Es kommt ein Signal zustande, der Markt steigt auch tatsächlich. Ja.
Warum geht das nicht? Die Frage, warum macht das keinen Sinn? Weil dies eben kein Vollautomat ist. Sie entscheiden immer noch, ob Sie dieses Signal handeln wollen, selbstständig oder eben nicht. Und deshalb gibt es auch dahingehend kein Backtest, weil Sie müssen natürlich im fortgeschrittenen Handel sind Sie in der Lage, Signale zu filtern. Ja? Also ich kann immer noch die Signale in den Kontext der Sinnhaftigkeit stellen. Und nehme mir auch das Recht raus, auch mal auf ein Signal zu verzichten. Das heißt also, im fortgeschrittenen Handel geht es um Selektionsprozesse. Ja? Da geht es um Erfahrung. Und Erfahrung bedeutet zu wissen, wann macht ein Signal Sinn und wann nicht. Und wir haben hier kein Vollautomat kreiert, sondern wir haben hier sozusagen ein Tool kreiert, was Sie in Ihrem Arbeitsstil vor allem und in Screening-Prozessen unterstützen kann. Ja, Sie können aber das gerne mal testen, das ist nicht das Problem. Schreiben Sie mich an, dann sagen Sie mir noch, für welches Programm das Ganze, also Sie das gerne hätten und dann kann man da was organisieren, das ist nicht das Problem. Gut, ich würde sagen, ich gucke mal eben auf die Uhr, es ist jetzt Stunde 10 Minuten knapp. Da kommt jetzt gerade noch eine Frage rein. Was bedeuten der senkrechte Balken im Chart oben rot, unten grün? Alles klar. Sie meinen diese hier. Das ist sehr gut. Also, es kam jetzt gerade ein Signal zustande. Wir hätten dieses Signal hier handeln können an einem P2. Das wäre völlig legitim gewesen mit dem Stop hier. Wir können aber auch, und das zeigt diese Box an, jetzt ist der Markt in diesem grünen Bereich dieser Box, das heißt also in der Korrektur dieses Trendes. Und es ist immer besser, ich sage jetzt mal, weil weniger Risiko, Trades hier zu eröffnen als dort. Einverstanden? Schaut mal, jetzt gab es auch direkt einen Trendbruch. Auf den Tick genau hat das Add-on auch reagiert. Das heißt also, der Markt ist unter diese drei gegangen. Jetzt haben wir hier sogar eine komplette Drehung. Das, was gerade grün war, ist jetzt rot. Und der Markt wird sehr, also das Add-on reagiert auf den Tick genau und sagt, pass mal auf, Finger weg, hier ist der Trade zu Ende. Der Markt geht runter. Ja? Diese Box, die wir jetzt gerade gesehen haben, jetzt suche ich mal ein anderes Beispiel. Ich gehe mal ganz kurz hier in NG rein, in der Hoffnung, dass das ein sauberer Trend ist. Genau, wir haben hier einen Abwärtstrend auf der höheren Zeiteinheit. Und jetzt gibt es hier irgendwie untergeordnet wieder ein Signal auf der Short-Seite. Das habe ich jetzt hier ganz schnell gesehen an diesem Scanner hier. Das heißt also, auch das ist da drin. Fakt ist, diese Box, um darauf nochmal zurückzukommen, das hier ist der Trend, Bewegung, Korrektur. Die signalisiert mir halt, ich kann, wenn ich möchte, an so einem Punkt 2 reingehen. Ich kann aber auch, und das wäre viel klüger, in so eine Korrektur, also die Korrektur abwarten und dann den Trade eröffnen mit dem Stop oben drauf, weil es halt der Stop halt kürzer ist. Und dieselbe Logik, die dahinter steckt, bezieht sich auf die größere Box. Das heißt also, wenn der Markt jetzt hier untergeordnet runterläuft, dann wird ja auch irgendwann dadurch wiederum die Großwetterlage, dieser dickere Trend in der Bewegung stehen. Wir wollen aber, wir erinnern uns nicht in der Bewegung rein, sondern wir wollen ja immer in den Korrekturen rein. Das heißt also, wenn der ganze Markt jetzt runterkäme, dann würde die Signallage hier runterlaufen, als aber auch logischerweise dieser dicke rote Strich hier runterlaufen. Und damit würde sich sozusagen auch diese Box, diese größere Box auch verlängern. Und dieses Rote, was Sie hier sehen, würde immer roter werden. Diese Boxen sind dafür da und auch die haben so einen edukativen Charakter, um demjenigen zu signalisieren, hey, hold on, mach nicht zu schnell, guck nach, lass dir keinen Aktionismus walten, such dir Trades, wo du wenig riskierst und drück nicht einfach zu schnell drauf. Weil was wollen wir eigentlich? Schaut mal, wir wollen ja am liebsten, ich male das jetzt mal freihand auf, einverstanden, nehmen wir mal jetzt rot, wir haben also einen Abwärtstrend, wir wollen ja, das soll die übergeordnete Trendgröße sein, das Ding soll jetzt hier stehen. Logischerweise, was diese Box angeht, also im grünen Bereich.
Und untergeordnet soll jetzt das passieren. Einverstanden? Und jetzt haben wir noch die zweite kleine Box. Das heißt also, der Markt soll so stehen. Mit anderen Worten, die Korrektur in einer Korrektur. Das ist das beste Bild, was es gibt. Das nennt man auch eine Prom Queen. Einverstanden? Schaut mal da. Da steht PQ, das ist diese Prom Queen. Das ist eines der hochwertigsten Setups, die es so gibt im markttechnisch orientierten Handel. Das ist das, was wir haben wollen. Okay, jetzt gucken wir mal ganz kurz nochmal in die Nasdaq rein, was da so passiert ist. Da ist eigentlich gar nicht viel passiert. Der Markt ist einfach nur runtergekommen und hat diesen Trend kaputt gemacht. Okay. Was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Markttechnikpaketen, die es generell so da draußen gibt? Das ist ein ganz großer Unterschied. Die Pakete, die es da draußen gibt, da werden lediglich, und das ist ganz, ganz wichtig, ein Riesenthema, was jetzt hier aufgeht, da werden lokale Hoch- und Tiefpunkte ja, visualisiert. Es geht aber nicht nur um reine lokale Hoch- und Tiefpunkte, sondern wer kreiert das hier eigentlich alles? Das sind Marktteilnehmer, die dazu in der Lage sind. Ja, wir sind jetzt hier auf einem Minutenchart, wir könnten auch auf einem 60-Minuten- oder Stundenchart gehen, whatever. Das hier sind Marktteilnehmer, die dazu in der Lage sind, dies hier zu kreieren. Ja, und das sind auch Marktteilnehmer, die um einen Kassamarkt Bescheid wissen und die auch um einen Terminmarkt Bescheid wissen. Und wenn man da Fachwissen hat, das kann man hier tatsächlich jetzt nicht abfrühstücken, das ist echt ein Thema für ein Coaching oder Seminar oder sowas. Wenn man da Fachwissen hat, dann weiß man, dass diese Trends, die auch hier visualisiert werden, eben nicht einfach nur irgendwelche lokale Hoch- und Tiefpunkte sind, sondern in dieser Trenderkennung ist eben jenes Fachwissen integriert, was um das Wissen eines Kassamarktes und eines Terminmarktes herrscht. Denn es gilt ganz klar festzuhalten, das muss man, oder ich muss das anders formulieren. Es gibt den einen oder anderen, der draußen sagt, boah, das Tool vom Herrn Najjar ist aber cool, tolle Trends. Oder beziehungsweise anders formuliert, die Trends vom Najjar, die sind super. Sind das meine Trends? Nein, logischerweise nicht. Ich habe lediglich mal das Ganze visualisiert, wie der professionelle Handel das sieht. Denn niemand kümmert sich um mich als Person am Markt oder sowas. Wer bin ich? Fakt ist, der professionelle Handel hat eine ganz bestimmte Sichtweise, eine ganz bestimmte Brille auf und weiß, welche Trendgrößen, welche lokalen Hoch- und Tiefpunkte ganz genau miteinander kombiniert werden müssen. Wie gesagt, Wissen um Termin, Kassamärkte, Zusammenhänge, Verknüpfungen etc. Und dann kann sich sozusagen gar kein anderes Bild ergeben als das, was hier gerade gezeigt wird. Wie gesagt, jetzt bräuchte ich ungefähr 4 Stunden, dann würden Sie sagen, Wahnsinn, und könnten die anderen, ich möchte sagen, Add-ons, die es da gibt, in ein anderes Licht einordnen. So möchte ich das formulieren. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier mal einen Cut. Ich habe zwar noch ein paar Folien. Aber die Zeit sitzt mir im Nacken. Wir haben schon 14:45. Wer so ein bisschen tiefer abtauchen möchte hier in dieser Materie, kann sich gerne da auch im Trading Room anmelden, auch auf meiner Seite www.markttechniktrading.de. Schaut mal, das ist meine Seite. Wer sich dafür interessiert, der kann mal hier reinschauen. Der geht auf Shop. Da ist auch die Info zu dem Seminar. Und hier unten gibt es einen Room. Wer da möchte, der kann ja mal da draufklicken und schauen, was es so Schönes dort gibt. Lass uns mal ganz kurz hier in Öl reingucken. Das Ding nennt auch die Hölle. Genau. Richtig. Gut, dann würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr da sind, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wäre von meiner Seite aus durch. Ich habe die Folien, die ich eigentlich noch hätte, die würde ich dann
beim nächsten Mal mit reinbringen. Das heißt also, was ist fachliche Unschärfe? Wie kann mir das Add-on da auch helfen? Also, das machen wir dann beim nächsten Mal im nächsten Webinar und da geht also dann auch nichts verloren. Super. Okay. Ja, ich würde Zwölfter, mich auch zwölfter ist der damit. nächste Termin. Bitte? Zwölfter, zwölfter haben wir den nächsten Termin. Genau, richtig. Nach dem Seminar in Düsseldorf. Genau, so sieht's aus, richtig. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Oliver, für das Webinar heute, für die Bis Information dann. und natürlich für deine Zeit. Dankeschön an die Teilnehmer. Aufzeichnung kommt, denke ich, sollte morgen online sein. Ich wünsche natürlich noch einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auch für die Position auf, wie immer. Und hoffentlich dann hier mit Oliver zusammen am 12.12. wieder. Also bis dahin, viel Erfolg und schönen Tag noch. Tschüss.